Ja, dann, ich würde sagen, Roboterarm auf Luke. Hoch. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Organon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elf. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Selbstverständlich. Vielleicht können wir den netten Herrn ja ein paar Wasabi-Nüsse anbieten. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Ah, auf jeden Fall. Vielleicht können wir sie irgendwann dringender gebrauchen. Goal, angucken. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Klar, weil du auch so heiß bist. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Sie ist echt heiß. Sie passt. Okay. Luke, wo kommen wir denn raus? Ah! Okay, ja, also gelber Hebel ist aktiviert und da kommt gerade Müll durch. Sehe ich das richtig? Ja, dann werden wir den jetzt deaktivieren. Er rührt sich nicht. Oh, okay. Grüner Hebel und mittlerer Hebel. Mich juckt es in den Fingern, ein kleines Verbrechen zu begehen. Also, so wie ich das sehe, steht sie hier vor dem Blauen, die vor dem Grünen. Und je nachdem, was wir ziehen, werden die runterfliegen. Mittlere Hebel, linke. Ah, kann ich es wirklich tun? Vielleicht ist sie auch nur eine weitere unnötige Zeugin. Komm. Haha! Nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah! Oh, ups. Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Das war doch der richtige Hebel. Jedenfalls von mir aus. Ah, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Scheiße, vielleicht hätte ich doch den grünen ziehen sollen. Dafür bin ich eine Spur zu flink. Piu, piu, schalalalap. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Ja. Pech gehabt, mein Guter. Oh. Autsch. Aua. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon BÄM! Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. So, haben wir das jetzt falsch gemacht und eigentlich hätten wir den grünen Hebel ziehen sollen und dann wären die Idioten runtergespült worden? Speicherstände gibt's? Laden, speichern? Ja, gut, das ist natürlich jetzt von Vorteil. Okay, wenn wir gerade schon mal hier sind, dann speichern wir einfach mal. Ist ja auch egal. Vielleicht ist das so gewollt, vielleicht nicht. Wenn nicht, dann ist es ja trotzdem irgendwie ein Teil der Story und wir spielen einfach diesen Teil weiter. Und ich würde sagen, wir sind jetzt irgendwo in der Stadt wahrscheinlich wieder, wo wir eben nicht hinkommen oder so. Wanted. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Echt mal, er ist höchstens 2000 Kilometer weg. Lobo sucht eine neue Hängematte. Die alte war ja auch nicht feuerfest.
Schweinerei. Inspektor Gizmo sucht Hinweise auf den Tunneleinsturz in Sektor 17. Hoffentlich guckt niemand hinter die Sporthalle. Ich will eine Sporthalle suchen und hinter die Sporthalle gehen. Jorge hat ein junges Kalb abzugeben. Zum Glück war er schon immer etwas kurzsichtig. Ein junges Kalb. Okay. Frau Hinkel vermisst. Ja, okay. Okay, nichts Neues. Stier. Freigegeben ab 6. Wie langweilig ist das denn? Nicht so langweilig, dass wir nicht drauf reiten würden. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Du sollst ja auch raufsteigen und nicht Toro sagen, du Nase. Können wir sonst was mit dem machen? Nee. Was haben wir hier sonst noch? Motorhaube. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Das hat man denn da... Ach so, von innen, vom Raum A. Trucktür. Öffnen. Na toll. Die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Ja, das Schloss... Ach so. Haben wir irgendwas zum... Okay, unser ganzes Inventar ist leer. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Nee, also ich glaube, in diesem Dorf gibt es nur einen, der Snizzly heißt. Okay, ich würde sagen, das war's, was wir... Trucktür, Kakteen, nichts, ja. Zum Dorfkern. Holla. Was ist denn hier los? Was soll los sein? Wo läuft so der hin? Einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Ja. Ich wette, die würde sehr viel einbringen. Also zumindest hier. Im Spiel weiß ich es nicht, aber anscheinend da auch. In die Gasse. Rathaus. Was haben wir denn hier alles? Meine Güte. Rohr. Okay, damit ist wohl das Rohr gemeint. Hahn des Wassertanks. Zum Wassertank. Zum Wassertank. Zu Tonis Hütte. Okay, das ist dann wahrscheinlich der Durchgang von der anderen Seite oder so. Okay, da steht ein Haus, was einfach gar nichts zu bedeuten hat. Notrufsäule. Zu Tonis Laden, ach. In Wenzels Haus. Und das Rathaus. Ich glaube, das waren dann die Sachen, die wir hier haben. Oh, Schornstein. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Was auch immer das sein könnte. Ich würde sagen, wir gehen als erstes mal ins Rathaus. Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ja, das lobt man dir bestimmt auch. Komm zu. Ja, ich überlege gerade... wo war das denn nochmal? Ach ja, genau. Ich habe gerade gedacht, Gonzo Gurkenheimer, und habe ich überlegt, von wo das nochmal herkommt. Von Two and a Half Men. Lotti, ja. Reden wir doch einmal mit dieser äußerst weiblich bezückenden Person. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Hallo Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag?
Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Wo ist die Wo Frau ist aus Elysium? Frau aus Elysium? Prinzessin! Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flätzchen. Ich würde sagen, da ist jemand neidisch. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Kannst du mich nicht vorlassen? Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Wie funktioniert das mit den Wartenummern? Fragst du mich das wirklich? Bist du etwa auch auf den Kopf gefallen? Wohin sogar öfters? Naja, schon. Aber ich konnte mich lässig abrollen. Zu spät, wie es aussieht. Das da hinten ist ein Wartenummernautomat. Da bekommst du eine Wartenummer. Du ziehst eine und dann wartest du, bis sie aufgerufen wird. Die Nummer. Hui, nicht so schnell. Ich kann ja kaum mitschreiben. Ja, eine sehr ruhige Seele. Aber in der Schlange, aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenn keine Ausnahmen. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Eigentlich würde ich das ja nicht sagen wollen, aber ich will wissen, was sie sagt. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Na gut. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Ich doch nicht. So, Automat. Hebel. Mit einer Gabel am Ende. Wartenummer. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Noch eine 6 mehr wahrscheinlich. Mi-Check? Ist das ein Mädchen? Oder eine Frau? Ach, man weiß es nicht. Gonzo und Lobo. Reden wir doch mal mit denen. Selten so dämliche Hüte gesehen. Oh, dämliche Hüte. Ja, jetzt wo er es sagt. Der hier ist doch total schick. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich Rost schrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus. Was? Ich glaube, er weiß, wozu er das Mädchen braucht. Ja, das Mädchen gehört nicht zu mir, das Mädchen gehört mir. Das Mädchen mir. Gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Wo ist das Mädchen? Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Die haben ja echt nette Aufgaben für sie. Nette Hüte. Nette Hüte? Hab ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Kann ja gut nähen.
Wie komme ich zum Bürgermeister? Weiß ich eigentlich schon. Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Ich verschwinde. So, Miczek hat ja jetzt gar nichts gesagt, ne? Ich verschwinde. Okay, anscheinend kann man trotzdem nur mit allen drei reden. Wer ist das denn? Mrs. Kaugummi-Kau. Zur Poststelle. Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat. Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Okay, also hat es nie geöffnet, oder was? Zum Büro des Bürgermeisters. Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro. Und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Okay. Zum Sitzungssaal. Oh, da ist sie ja. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Ja, gut. Lauf einfach mal direkt hin. Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo. Wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Wie? Was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Ja, das ist doch ein Vorteil. Schöne Fantasie.